Herzlich willkommen, liebe Leute. Euer Chocobo19 spricht wieder hier zu euch. Ja, neuer Part endlich mal wieder von Final Fantasy 2. Lang hat's gedauert, seit der letzten Aufnahme sind ungefähr 2-3 Wochen vergangen. Das hat einen speziellen Grund, dazu später mehr. Ich werde mal euch zeigen, dass ich hier gelevelt habe ein bisschen. Ja, ihr seht, Guy hat die maximalen HP schon erreicht. Ja, war ich klar. Der Sturmtruppenführer. Und jetzt zeige ich euch ein paar Monsterchen. Wir haben insgesamt schon 62%. Offscreen beim Leveln sind mir natürlich ein paar neue begegnet. Weil nachdem man den Ultima-Zauber eingesackt hat, erscheinen auf der Welt diverse neue Monster. Die später zwar auch noch in die Dungeon gibt, aber die habe ich halt per Zufall gefunden. Da, den Schlitzer zum Beispiel. Den gab es in der großen Wüste, wie ihr im Hintergrund seht. Ja, der droppt leider nichts. So, dann haben wir einen Mega-Parasit, der war in der Nähe von Mycelia. Oder ist, beziehungsweise doch noch dort. Der Grubenteufel ist auch dort angesiedelt. Und noch an diversen anderen Orten. Oh ja, den habe ich oft besiegt, seht ihr. Morbol-König, auch nähe Mycelia. Und der Hintergrund sagt, ja, der ist auch dann noch woanders. Aber zudem später. Salamander, ebenfalls nähe Mycelia mit Grubenteufel, häufig in einer Gruppe. Das Hektoauge, auch dort angesiedelt. Genauso nervig. Der Sandwurm ist erschienen in der großen Wüste. So, Imperator habe ich noch nicht hergezeigt von letztens. Ja, der hat einen Diamantpanzer und einen Defender. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon haben. Falls wir nicht mehr bekommen können. Ja, Imperator kann man leider noch einmal besiegen. So viel Glück hatte ich leider nicht. Imperator Fluch ist in der Nähe von Kishun Castle, also Schloss. Wenn ich das richtig ausspreche, Kishuin, oder ihr wisst, was ich meine. Dort, wo wir das Feuer entfacht haben. So, und dann natürlich auch mitgenommen haben. Mantis König, der ist auch in Nähe Mycelia. Ein Mithril-Spiegel, den haben wir schon, und die Katzenkralle, die haben wir leider noch nicht, habe ich auch nicht bekommen. Die werden wir aber hoffentlich noch bekommen. So, gibt's noch was? Ja, der Goblin Prinz. Ich sage euch Leute, der war die Hölle schlechthin. Das ist so ein seltener Gegner. Ihr seht, zweimal, ganze zweimal nur, dieser blöde Hund hier. Dabei kann der fast nichts. Schaut euch die HP an. Der ist nicht mit dem Ultima-Zauber erschienen, der war schon von Anfang an da. Auch beim Kishuin-Schloss. Kishuin, ich zeige euch gleich, was ich meine. So, gibt's noch irgendwas? Nein. Das war's dann im Großen und Ganzen. Dann, ja, merkt ihr vielleicht, sind wir beim Schneeland. Das hat auch was zu bedeuten. Zeige ich euch gleich, warum. So, jetzt schaue ich nur nach, wie das heißt. Verdammt. Schloss Kishuin. Kashyun, ja. Ihr wisst das dort, wo wir eben das Feuer entfacht und mitgenommen haben. So, warum ich jetzt im Schneeland bin? Ihr könnt euch sicher noch an das Minispiel erinnern. Ja. Gut. Und ich habe es, glaube ich, schon mehrmals während des ganzen Let's Plays angedeutet. Ich muss einen bestimmten Zauber leveln und dann passiert was Neues. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wieso ich jetzt wochenlang beschäftigt habe, wenn ich jeden Tag nur vielleicht halbe Stunde, Stunde Zeit habe. Das Zauberleveln hier ist Hölle. Seht mal den momentanen Stand von Firion, von Maria, von Richard. Sogar den habe ich jetzt etliche Zauber gegeben, fragt mich nicht wieso. Ich habe einfach Lust und Laune gehabt, den auch zu leveln, dass der nicht sinnlos immer nur angreift und meine Gegner blättert. So, und da hätten wir auch Guy mit den Stufe 16. Ja, die Maximalstufe eines Zaubers. Frosch! Quark! Ja, den brauchen wir jetzt. Wir starten jetzt wieder das Minispielchen. Und zwar lassen wir da B und A. B gedrückt und drücken A. Wir zählen nochmal mit, wie oft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 Mal. Dann sind wir wieder im Memory-Spiel, das kennt ihr doch, mit den 0 bis 9 Fehler. Wir werden jetzt jedes einmal wieder machen. Ich habe mir einen Zettel vorbereitet, falls ich das doch durcheinander schaffen sollte. Ja,
Ihr kennt doch das Memory-Spiel mit den Charakterbildern. Ja, das könnt ihr jetzt vergessen, sobald ihr Vorstufe 16 habt, denn die Bilder zeigen jetzt was anderes. Schaut mal. Ja, Frösche. Toll. Noch schwerer eigentlich. So, der war hier oben. Der war hier. Nein. Ach, da gibt's doppelt. Ach, dicke auch. Und schon habe ich verschissen. Ich habe es mir schon nicht gemerkt. Der war da. 6 haben wir verfehlt. Ich will einmal mit 9 beginnen. Gut, wir haben schon 10. Nochmal. Ja, es ist einfach nicht leicht. Da werde ich dann gleich, um es zu beschleunigen, mit Safe States arbeiten. Wo war denn der nochmal? Die haben alle eine andere Farbe. Nein, wo war... Oh, Fetzo Frosch. Ja. Nein, warum bin ich jetzt rausgegangen? Verdammte Scheiße. Ah. Nochmal. Sorry, Leute. Den Part werde ich mich sowieso nur auf das hier beschränken. Wo war denn der noch einmal hier? Der war... Nein. Der war dann... Was? WTF macht... Nein. Oh, da habe ich Glück gehabt mit dem. Fetter Blauer. So. Links war der Blaue. Ich habe 8 Fehler. So, jetzt haben wir 9 Fehler. Genau. Genau 9 Fehler. Dann streiche ich mal kurz auf meiner Liste durch. Die 9 habe ich erledigt. So. Und wir bekommen 300 Gil und eine Muschel. Ihr seht, wir bekommen andere Sachen. Die können wir uns danach eben anschauen. Falls wir die Muschel noch nicht gesehen haben, schreibe ich mir die auch schnell dazu. So, dann probieren wir... Ich mache jetzt kurz einen Save. Dann probieren wir das 8-Fehler-Spiel. So. Boah. Nein! Warum war die Steuerung jetzt so beschissen? War der fette... War... Nein. Okay, 8 Fehler habe ich schon. Ich werde mal... Speichern kurz. Wo war denn der? Nein. Da war der nicht. Gut. Nein, da war der auch nicht. Jetzt schaue ich mal kurz. Ach, da habe ich einen. So. Gut. Das speichern wir wieder kurz ab. Ich weiß, es ist nicht gerade die faire Art. Aber... Ich will das natürlich nicht unnötig in die Länge ziehen. Okay, so war das. Dann habe ich es jetzt. Nein! Verdammt, den wollte ich ja. So. 8 Fehler hätten wir erledigt. Und wir bekommen 500 Gil und einen Bacchus-Drang. Ich glaube aber, den haben wir schon. Schnell nur aufschreiben, so dass ich euch das im Anschluss zeigen kann. Jetzt das 7-Fehler-Spielchen. Da haben wir blau. Steuerung. So. Blau. Nein. So, 7 Fehler hätte ich mal. Wird wieder abgespeichert. Wo war der blaue? Okay. Ja, okay, dann hätte ich das auch. So, und die 7 Fehler hätten wir. Was ist es diesmal? Eine Heiligenseele. Und ihr seht schon, die Gegenstände sind jetzt weitaus wertvoller. Vorher waren es nur Potions und so. Also ihr könnt es ja gerne mit dem anderen Video vergleichen, aber... Ja, auf zu Fehler Nummer 6. Oh. Der war da. Nein, grün. Irgendwie habe ich es jetzt schon versammelt wieder. So, speichern wir sicherheitshalber. Ich darf nur 6 Fehler haben. Der blaue war da. Das war da. So, nein, ich darf mich nicht verdrücken. So. Hier seht ihr World State. Okay, das war falsch. Das haben die. Und der ist da. Okay. Dann machen wir das so.
und hätten die 6 Fehler auch schon. Diesmal haben wir einen Weisheitsstab extra noch bekommen. Vielleicht erspare ich mir endlich so ein paar Gegenstände farmen. Wäre nicht schlecht. Ich habe das ehrlich gesagt privat noch nie gemacht, das mit dem Frosch. Ich mache das jetzt auch hier zum ersten Mal. Angeblich soll man mit 0 Fehlern einen richtig geilen Gegenstand bekommen. Ja, das werden wir dann schon sehen. So. Das wollte ich, ja. War der hier? Nein, das war der andere Fette. So, 6. Nein, 5 Fehlerspiele haben wir ja jetzt schon. Verdammt, ich darf jetzt keinen Fehler mehr machen. Ach, der ist daneben gewesen. Und der war dann da. Gut. Dann kann ich das so machen. So, wieder kurz abspeichern. Nein. Okay, dann hätten wir das auch. Einmal das, einmal das, einmal das. So. 5 Fehler spielen und wir bekommen jetzt Hermesstiefel und 2500 Gil. Es wird besser. Es wird besser. So. Dann kommen die 4 Fehler. Ja, eigentlich hätte ich mir eh leichter getan, weil ich habe fast jedes Spiel nur einmal gemacht, wie ihr seht rechts. Bis auf das 4-Fehler-Spiel hatte ich 2-mal. Aber ich schreibe es mir trotzdem auf, dass ich den Gegenstand danach noch zuordnen kann und euch dementsprechend zeigen kann, falls er neu ist. So. Du warst hier. Nein. Ja. Jetzt brauche ich das Gegenstück von dem. Gut. Nochmal. So, ich brauche das Gegenstück von dem. Unbedingt. Wo ist denn der Typ? Hallo? Hallo? Ach, direkt darunter. Ja, das freut mich aber. So. Jetzt weiß ich die anderen wieder nicht. Gut, das ist da. Schauen wir mal, ob ich mir irgendwas merken kann. Der ist da. Blau ist rechts. Schauen wir mal. Das war so. Das war so, das war so. Gut. Und was haben wir? Oh, Blau war dann hier. Nein! Dann war der hier und Blau war hier. So. 4 Fehlerspiel geschafft. Einen Genji-Helm. Oho, jetzt komme ich schon Ausrüstungsgegenstände. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geil wäre es, wenn ich den Defender kriegen würde. Den weiß ich ja nicht, ob ich den schon habe oder... Ja. Speichern wir auch gleich wieder ab. So. Blau-Rot. Das war mal so. Der Grüne war doch auch wo? Hier. Rot untereinander. Der war da. Hm, ob ich mir das jetzt merke? Schauen wir mal. So. So, grün. Ah. Brauche jetzt das 3-Fehler-Spielchen. Blau. Gut, 3 Fehler hätte ich jetzt schon. Da war sicher da unten, ja. Klar. So, 3 Fehler und wir bekommen die Genji-Fäustlinge. Mhm. Anscheinend jetzt die Genji-Rüstung. Was ja eigentlich, ich glaube, sogar die beste Rüstung ist hier im Spiel. Ich bin mal gespannt. So, wir machen den kleinen Save. Schauen wir uns mal die Bilder alle an. Blau war da. Das haben wir so. Grün war, nein, Grün war dann da. Der war da. So merke ich mir das. Und Grün. So. 2 Fehler darf ich eh haben. So, jetzt darf ich keinen Fehler mehr haben. Also so, ohne Save States ist das die Hölle. Gut, da ist rot, das Ding dann da. Gut. So, 2 Fehlerspiele hätten wir auch. Achso, das 0-Fehlerspiel fehlt ja auch noch, genau.
Oh ja, die Genji-Rüstung, wer hätte es nicht anders gedacht? Alles, alles, alles haben wir hier. So, jetzt das Einfehlerspiel. Mhm, die sind nebeneinander, das untereinander. Das ist auch nebeneinander, untereinander. Okay, die ersten zwei. So, das kann man sich leicht merken. Nein. Okay, da hatte ich noch mal Glück gehabt. Okay, der ist so. Der ist so. Ja, es ist vielleicht ein bisschen billig jetzt, aber... Was soll ich machen? So, ein Fehlerspiel. Wir haben es. Ein eigenes Schild. Natürlich will ich ja auch alles zeigen und deshalb mache ich das ja auch. 50.000 Gil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Als ob wir nicht eh schon genug hätten. So, und auf den Nullfeder, da bin ich jetzt gespannt. Das soll angeblich so gut sein. So. Das heißt, ich darf hier keinen Fehler machen. Rot, rot. Mhm. Ecke. Schief. Nein, das war der andere. Nein, Blödsinn. Nebeneinander. Oh mein Gott. Auf alle Fälle mal die Ecken. Mehr habe ich mir nicht gemerkt. Ja. Das ist nebeneinander. Und der weit runter. Okay. Und nebeneinander. So. Der war... Nein! Dann war der so und der so, genau. Oh, Harry. So, der so, der so, der. So, wir haben null Fehler und jetzt bin ich mal gespannt. Ein Masamune! Ja! Wie auch in Final Fantasy 1 das stärkste Schwert hier. 80.000 Gil obendrein noch. Tja, wenn ihr natürlich, das können wir eigentlich jetzt auch testen, und dann mache ich aber jetzt auch einen Save, so, ihr wollt das alte Spiel zurückhaben, dann kann ich euch nur empfehlen, eventuell löscht einmal, also lasst den Froschzauber vergessen. Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das alte Spiel wieder haben. Das würde mich jetzt auch nämlich selbst interessieren. So. Nein, nicht rausgehen. Noch einmal. So. Ja, jetzt haben wir wieder das alte Spiel. Aber natürlich will ich mir den Froschzauber Stufe 16 behalten, weil das war echt die Hölle. Gut, dann schauen wir uns kurz die Items an, die wir bekommen haben. Die neuen müssten ja sowieso noch unterhalb sein. Ah ja, die ganzen Gegenstände haben wir alle schon. Ein Genji-Helm. In seiner Robustheit unübertroffen, also doch der beste Helm im Spiel. Besitzt die höchste Abwehrkraft, die Genji-Fäustlinge. Genji-Rüstung in seiner Robustheit unübertroffen auch. Eiges Schild, Resistenz gegen Spezialattacken. Und Masamune, das stärkste Schwert überhaupt. Na schön. Ach, Defender haben wir doch schon. Ups. Da ist die Frage beantwortet. Wo ist Masamune? Wo ist Masamune? Komm. 238. Heavy shit happens. Okay. Das heißt, Firmen, da du mein Lieblingscharakter bist, hast du auch die Ehre, die Kenji-Sachen zu bekommen. WTF. WTF. Natürlich könnt ihr das jetzt ja, locker durchschaffen mit dem Angriffskraft 238. Magier und Angreifer. Also Kämpfer, das ist doch ein Rotmagier, wie er im Buche steht. Haha. Gut. Wir verpissen uns hier vom Schneeland und reisen gleich weiter. Und zwar zu unserem nächsten Auftrag. Wir haben ja einen neuen Imperator. Ja, der Dunkelritter hat sich selbst zum Imperator ernannt und das wollen wir natürlich verhindern. Und zwar gehören wir hierher. Da ist auch die große Wüste, wo zum Beispiel dieser Sandwurm war. Rauf und rechts, dann geht es ein bisschen schneller. Wir speeden. So.
Ah, das sind wir ja schon. Genau, wenn... Moment. Das sind wir schon? Naja, ein bisschen weiter im Süden. So. Genau hier. Da könnt ihr euch noch erinnern, da war das Kolosseum, wo wir den ersten Imperator begegnet sind. Und hier oben können wir direkt mit dem Luftschiff drauf landen. Das werde ich aber erst im nächsten Part machen. Das heißt, wir sehen uns. Ciao Leute, nach dem Speichern. Melde ich mich ab. Bye bye. Boah, schaut euch nur vorher die Kill an. 2.613.529 Geld. Tja, ich glaube, ich habe keine Geldbeschwerden mehr. Moment. Ich sehe gerade was Wichtiges. Auf nach Messidia. Das ist am Arsch der Welt. Tja. Ich muss Ether nachkaufen. Ganz wichtig. Wichtig. Nein. Da, wichtig. So. Bitte, nein, übernehmt euch nicht. So. Ach, scheiß drauf, wir kaufen 11-mal Elixier. Wir haben das Geld und schon sind wir immer noch im 2-Millionen-Bereich. Geil. Nein, da will ich nicht rein. Schnell. Speed. So. Ja. Genau hier an dieser Stelle. Ja, gut, da habt ihr jetzt auch den Sandwurm. In der Nähe der großen Wüste. Anscheinend erscheinen die auch außerhalb. Gut. Dann hier nochmal speichern. Und bis zum nächsten Mal. Euer Chocobo 19. Bye.